Ja, schönen guten Tag. Ihr könnt vermutlich gerade so im Hintergrund sehen, wo es nicht viel zu sehen gibt. Ich lade die Demo von Ever Oasis runter. Und zwar aus dem Grunde, weil es sie gibt. Und ich ja doch im Vorfeld doch ganz gerne irgendwie schon so ein bisschen mal reinschnuppern möchte. Und auch, weil ich ja leider dummerweise vermutlich keinen Urlaub bekommen werde, wenn das Ding released wird. Und dementsprechend nicht als erster, in Anführungsstrichen, irgendwie dazu eine Meinung abgeben kann. Ich muss ganz ehrlich gestehen, der erste Trailer, den Nintendo vor anderthalb Jahren oder einem Jahr oder sowas irgendwie dazu, ich setze mich mal anders, irgendwie rausgehauen hat, hat mich dazu gebracht. Ich muss reinschauen, das finde ich super interessant. Der zweite Trailer, der so vor 2 Monaten kam, glaube ich, oder vor einem, der hat mich irgendwie abgeturnt. Ich war kurz davor zu sagen, nee, das hole ich mir nicht. Ja, ich habe übrigens Sonne abgekriegt, ein Gesicht und da und so. Gegen die Kamera hauen ist nicht so geil. Kommen wir zurück zum Thema. Ich war kurz davor, das Ding irgendwie abzubestellen. Dann kamen aber die beiden Trailer von der E3 2017 zu Ever Oasis und die haben mich dann doch irgendwie ein bisschen wieder eingefangen. Darum habe ich mir die Demo runtergeladen. Ich will jetzt mal reingucken. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ja, 30 Mal kann ich es testen. Ich gucke jetzt mal rein. Vielleicht schaffe ich die Demo ja durch, wie mein kleiner Bruder schrieb. Ich habe sie durch, aber alle Meinungen dazu kommen erst, wenn deine Videos dazu kommen. Wir werden sehen. Keine Ahnung, was mich jetzt erwarten wird. Grezzo. Als Grezzo, was auch immer, als Mitentwickler kennt man von genialen Spielen, wie unter anderem, Majora's Mask oder was? Ocarina für den 3DS, aber auch von diversen Mii-Lobby-Spielen oder sowas haben sie immer was, also eine Arbeit hinterlassen, die echt gut war. Von daher hoffe ich einfach mal, dass es hier ähnlich gut wird. Ich gucke jetzt einfach rein. Nintendo eShop, nein. Ich mache jetzt einfach Start und für euch gibt es jetzt einfach mal irgendeinen Vorspann. Ich weiß noch nicht welchen. Wow, 3 Minuten Gelaber. Halbe Minute weg vielleicht für Synchro und dann endlich Vorspann. Dann lege ich los. Deep into that darkness peering. In der Wüstenwelt Wistrata, viel blühende Oasen. Doch der Einfluss des unheilvollen Chaos verwandelte die Tiere in furchterregende Monster. Nach und nach gingen auch die Oasen zugrunde. Unser Held ist ein Sprössling mit der Gabe, neue Oasen zu erschaffen. Gemeinsam mit dem Wassergeist Esna ließ er eine kleine Oase ersprießen. Einzige Oase, die in der Wüste noch existiert. Tag für Tag geben die beiden alles, damit die Oase weiter wächst. Sie soll eine Zuflucht für Reisende wie auch für neue Bewohner werden. Klingt nach mir. Der Avatar sieht übrigens so ein bisschen aus wie Midna mit dem Helm, aber lassen wir das dahingestellt. Ansonsten, den Rest lese ich jetzt nicht weiter vor, ihr könnt selbst lesen und ich habe in einigen anderen Let's Plays gesehen, ich persönlich fand es irgendwie doof, / peinlich, wenn die Leute das vorgelesen haben und versucht haben zu vertonen. Ich gebe mir ja selbst Mühe, wenn ich für meine Tochter irgendwie 5 Freunde vorlese, es so ähnlich klingen zu lassen, wie tatsächlich auf den Hörspielen, die ich kenne und liebe seit 25 bis 30 Jahren, aber nee. Ich finde, das ist so ein bisschen so ein Ding, wo jeder doch so seiner eigenen Fantasie so ein bisschen freien Lauf lassen sollte, wie die Stimmen klingen und wie ähnlich es ist und so. Von daher. Das ist Evia.
Ja. Ja, bei Servus zu Besuch. Diese sprösslichen Mädchen stets auf Getränke sind ihre Spezialität. Ja, gut. Also, ich habe es jetzt schon viermal erwähnt, ich mache es noch gern ein fünftes Mal oder ein hundertstes Mal. Ich weiß nicht, was ich von diesem Spiel halten soll mittlerweile. Das erste Aufkommen war so ein Yay geil. Dann so ein, oh, ich weiß nicht. Dann wieder so ein, ja doch, ziemlich cool. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Ehrlich gesagt, gar nicht. Wichtige Aufgaben, also ich habe jetzt auf diesen einen Button da unten geklickt, so von wegen Ziele. Wichtige Aufgaben, mit denen du die Geschichte vorantreibst, werden in roter Farbe angezeigt. Ja. Deine Oase hat eine Besucherin angelockt. Geh sie am besten gleich mal begrüßen. Okay, Aufgabe, begrüße einen Gast. Gucken wir uns die Karte an. Irgendwo, Brunnenplatz. Also wir gehen zum Brunnenplatz und da, rot, ist irgendwas. Unten ist die Karte. Ich bin irgendwo angekommen. Mein Baumhaus. Okay. Ich soll aber meine Besucherin begrüßen. Dachte ich. Da war so ein Pfeil in die Richtung auf der Karte. Halte Y gedrückt und lasse den Knopf los, um eine Windmagie zu entfesseln. Also, quasi. Erinnert ein bisschen an das Blatt in Majora's Mask. Da geht's zur Quelle. Ich soll aber irgendwo anders hin, oder? Aber da hinten ist so ein roter Pfeil. Also. Ein bisschen Ranke. Windräder, ich wollte nicht rein. Weder das eine noch das andere. Ich gehe jetzt erstmal wieder. Ich suche ja immer noch nach irgendwas, worüber ich eine neue Serie machen könnte. Also irgendwas, was so ein bisschen Open-World-Feeling vermittelt und an sich auch ein geiles Spiel ist. Ich hatte damals auf Ever Oasis gehofft. Ich bin aber unschlüssig. Besonders wenn ich das jetzt sehe. An sich ist, wirkt es schon irgendwie dafür geeignet, aber... Achso, weil bei Open World kann man viel schneiden, wo es möglich ist und wo es nötig ist. Miu! Tja, ist der Avatar-Name von der Mutter meiner Tochter. Das ist doch witzig. Hi, grüß dich. Vorhin erst gesehen, jetzt bist du wieder da. Evia ist meine Dame oder sollte es heißen, Evia ist mein Name? Okay, da unten steht's. Erst lesen, dann dummes Zeug labern. Ist halt nicht so ganz meine Stärke, ne? Ja, ich auch. Fünf Stück Fruchtfleisch von den Kakteen draußen in der Wüste. Wie bei Fantasy Life, ich muss mir erstmal ganz genau selbst sagen, worum es überhaupt geht. Oh, Bär, Vorsicht! Richtig. Sprösslinge können Knospenläden eröffnen. Wie komme ich jetzt aber zu der... Hi Mio. Wie komme ich jetzt aber zu der komischen Wüste um Fruchtfleisch von Kakteen? Aha, danke. Nein, weiß ich nicht. Wenn du in der Oase ein paar Kakteen fällst, solltest du welche jetzt ernten können. Okay, mach ich. Ich rackere mich ab. Gut. Dann gruppieren wir uns mal und da unten blinkt so ein Pfeil auf der Karte. Da gehe ich da einfach mal hin. Irgendwo öffnet sich irgendwas.
Sahara-Wüste. Machen wir. Chaosmonster. Ja, ich bin vorsichtig. Dann zerstöre ich halt nichts, aber okay. A, schwacher Angriff, X, starker Angriff. B, ausweichen, L, Gegner anvisieren. Wieder so eine Steuerung, die absolut nicht konform für solche Let's Play-Serien in der Art und Weise, wie ich den Controller halte. Aber das ist ein starker Angriff. Sind so ohne Capture-Card, sondern nur mit Hinlegen von Gerät und abfilmen. Nein, ich habe mir nicht wehgetan. Doch, ich habe mir wehgetan. Medizintränke habe ich bestimmt dabei. Mhm. Oben rechts. Ich nehme das Touchscreen, kann ich erzählen mit drei. Okay. Also immerhin ist es kein rundenbasiertes Kampfsystem, was ich persönlich ja immer schon mal sehr gut finde. Und von der Sache an sich sieht es auch irgendwie machbar aus. Also, bisher. Alles unter Vorbehalt. Okay, nicht jeder gibt einen Loot. Finde ich es okay? Könnte mir Spaß machen, weiß nicht, ob für eine Serie geeignet, aber könnte mir Spaß machen. Ich habe bisher erst einen Kaktus, ne? Okay, da unten steht wenigstens Fruchtfleisch 5. Und in meinem Köfferchen, also in meinen Items, habe ich wohl 1. Das ist schon mal eine sinnvolle Einrichtung. Meine Güte, irgendwer kämpft hier. Der ist auf jeden Fall gut drauf. Okay. Ich treffe ihn aber nicht von hier. Also vergessen wir das einfach. Und wir gehen hier drauf und erledigen das. Mio macht das schon, oder? Drei Fruchtfleisch. Noch ein Fruchtfleisch. Den treffe ich wieder nicht. Den ist aber unten. Jetzt kann ich ihn treffen. Na? Ich kann ihn treffen. Ja, ich bin noch ein bisschen planlos unterwegs. Das ist absolut richtig. Aua. Ich sollte vielleicht gleich mal nochmal irgendwie gucken, ob ich dem Tutorial gerecht werden kann und Medizin nehmen kann. Ja, damit habe ich wieder voll. Das ist wahrscheinlich nur. Nee. Ich habe erst gedacht, das wären jetzt nur irgendwelche, optischen Dinger, die da irgendwo so rumeiern, aber nichts zu bedeuten haben. Aber nein, man kann sie auch platt machen. Auch wenn sie nur wie irgendwelche... Wie heißt denn das Wort? Ah, ich komme noch drauf. Wie irgendeine Art von... Ambiente aussehen, kann man sie trotzdem niedermähen und damit wahrscheinlich irgendwie sein Ziel erreichen. Eines seiner Ziele. Das ist wieder mehr so ein bisschen, man muss auch mal gucken, was passiert. Ich habe sogar 7 mittlerweile in meiner Karte, also versuche ich jetzt einfach mal. Okay, und auf der Karte wird ein Pfeil angezeigt. Oh, und auch da oben sehe ich auch tatsächlich meine Richtung. Achso. Da oben sehe ich auch tatsächlich die Oase. Da muss ich wohl irgendwie hin. Also auf der Karte der rote Pfeil, wollte ich sagen, wird angezeigt. Und weil ich ja keine Angst vor Erfahrungspunkten habe, ob sowas bringt, weiß ich nicht, nehme ich alles mit, was ich so habe. Ich folge dem roten Pfeil, gehe dann erstmal zurück zu Evia und gebe das dann mal ab und Freude lasse ich dann sein. Und bin dann gespannt, was beim nächsten Mal passiert. Ihr wahrscheinlich auch. Okay, ich bin Level 3, Mio ist auch Level 3.
Das habe ich jetzt gerade selbst erkannt, aber hier steht nochmal, kehrst du zur Oase zurück, werden entsprechend der Gegner, die du unterwegs besiegt hast, Erfahrungspunkte verteilt. Erhält ein Gegner Charakter. Genug Punkte, steigt dein Level. Ja, gut. Level gestiegen. Mio auf. Und bei Evia kann ich was abgeben. Ja, habe ich gemacht. Als Dankeschön habe ich Medizin erhalten. So. Feldbüschel von einem Säbelzahn. Zarnnickel. So, also wieder so ein typisch japanisches Ding eigentlich. Wir nehmen irgendwelche Gegner, oder nein, anders, wir nehmen irgendwelche Tiere, die eigentlich relativ regulär sind, und geben ihnen seltsame Namen und wandeln so ein bisschen was ab im Vergleich zur Realität. Wie ist, also besonders, weil mir die Erfahrung fehlt mit japanischen RPGs, verweise ich da an solchen Stellen immer gerne an Xenoblade Chronicles. Da war das sehr extrem. Hier scheint es auch ähnlich zu sein oder sowas. Ein Säbelzahnnickel. Also wird halt irgendwas sein, was wie ein Karnickel aussieht, aber halt ein bisschen abgespaceder und sowas. Und von denen soll ich jetzt also Feldbüschel sammeln. Aber so, immer vorhang. Okay. Ist also wahrscheinlich so ein Hinweis auf einen Ort oder sowas. Eine Folgequest. Die können wir auch noch machen, aber heute nicht mehr für mich. Ja, ich möchte die bitte annehmen, weil ich will ja, dass meine Oase wächst, vermute ich, und guck mir dann wann anders an, wie meine Oase weiter gedeiht, was hier so passiert. Ich hoffe, ich konnte viele Schnitte einbauen, vermutlich aber nicht, weil ich so viel gelabert habe, weil es neu ist. Beim nächsten Mal hoffentlich mehr, wenn nicht, dann halt nicht. Pech gehabt. Und dann sehen wir, ob ich am 23.06. nicht nur das Paketpäckchen entgegennehme, beziehungsweise am 24.06. von der Post abhole, oder aber es vielleicht sogar abbestellt habe, oder ich dann tatsächlich noch mehr aus diesen Videos mache. Wir werden sehen. Jetzt habe ich es aktiviert. Jetzt versuche ich noch herauszufinden, wie man zu speichern imstande ist, quasi. Mach mir Text. Ja, es ist eine Demo. So muss das sein am Anfang. Man will ja am Anfang die Leute fesseln für eine halbe Stunde, um dann, ne, das Spiel zu verkaufen. Bin ich halt irgendwie nicht zu geeignet, weil ich zu viel laber und so. Menü, Start. Optionen, Inventar, Gefolge, Gebäude, Oase. Ich gucke bei Optionen. Tja. Ich habe keine Ahnung. Speichert das Ding automatisch? Das stand nirgendwo. Bauen. Was gibt's bei Bauen? Ich kann irgendwas bauen. Ja, ich möchte aufhören mit dem Bauen. Ja. Nicht das Nein, was ich gedrückt habe, sondern das Ja, was ich meinte. Medizin, Ziele. Schade, ich möchte ganz gern aufhören. Ich mache jetzt einfach aus und gucke, was passiert. Beim nächsten Mal sehen wir dann, ob es sinnvoll war oder nicht. Bis dann, tschüss. Kann man nicht gerne sagen. Ne? Kindertag in Mainz. Falls ihr jemals Kinder haben solltet oder irgendwie dafür sorgen wollt, dass Kinder beschäftigt sind, Kinderfestival in Mainz. Einmal jährlich seit 21 Jahren. Macht sau Spaß, ist sau gut und es ist kostenlos. Solltet ihr hin?